Von dem Online-Händler Geekbuying habe ich diesen Quadcopter Typ JJRC H106 erhalten. Es handelt sich um einen ferngesteuerten Quadcopter der unteren Preiskategorie, mit dem man in diese faszinierende Klasse von Fluggeräten einsteigen kann, ohne gleich das ganze Sparschwein schlachten zu müssen. In dem Paket befindet sich neben dem eigentlichen Fluggerät die nötige Fernsteuerung, ein zweiter Akku, Ersatzpropeller und eine Tragetasche, in der alles verstaut werden kann. Das Chassis und die Arme des Quadcopters sind aus schlagfestem Kunststoff gefertigt und die Rotorblätter sind nicht starr an der Motornarbe befestigt. Die Drohne ist insgesamt sehr stabil und kann so einige Abstürze ohne Beschädigung wegstecken. Ich habe das unfreiwillig mehrfach ausprobiert. Aufgrund des Gewichts von deutlich unter 250 Gramm darf der Quadcopter auch ohne EU-Drohnenführerschein geflogen werden. Völlig ungefährlich ist der Betrieb allerdings nicht, die scharfkantigen Rotorblätter sind zum Beispiel nicht komplett abgeschirmt, ein gesunder Menschenverstand sollte beim Piloten vorhanden sein. Zur Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen trägt auch das geringe Gewicht des Fluggeräts von 125 Gramm bei. Die H106 besitzt zwei Kameras. Die Hauptkamera befindet sich vorne am Gehäuse und kann per Fernsteuerung von horizontal nach senkrecht unten schrittweise ausgerichtet werden. Der dafür verwendete Motor dient allerdings nicht der Bildstabilisierung der Kamera im Flug. Eine zweite Kamera befindet sich auf der Unterseite und ist senkrecht nach unten gerichtet. Mehr zur Bildqualität gibt's später im Video. Der Aufbau oben am Chassis beinhaltet Infrarotsende- und Empfangsdioden, mit deren Hilfe Hindernisse in Flugrichtung erkannt werden sollen. Von der so implementierten Hindernisvermeidung darf man allerdings keine Wunder erwarten. Genau wie für Spielereien à la Gesten-Erkennung und sonstigen Schnickschnack gilt, die Features sind angeblich prinzipiell irgendwie vorhanden, aber wenn überhaupt, dann nur sehr rudimentär implementiert. Gemäß der Preisklasse ist die H106 ein Gerät für den Spaß am puren Selberfliegen, nicht für Hollywood-reife Filmproduktionen oder Autopilotfunktionen. Kommen wir damit zur Inbetriebnahme. Zum Transport zusammengefaltet müssen zuerst die Arme in Position, und dann der, leider nicht vollständig abdeckende, Rotorschutz angebracht werden. Die beiden im Paket befindlichen Akkus besitzen eine Nennspannung von 3,7 Volt bei einer Kapazität von 1800 mAh. Die Ladeelektronik ist in dem Plastikgehäuse integriert, sodass die Akkus über jedes Micro-USB-Kabel geladen werden können. Der Ladevorgang dauert dabei etwa 2 Stunden. Der geladene Akku rastet in dem Schacht in der Drohne ein. Die Fernsteuerung benötigt drei Mikrobatterien oder wie hier zu sehen entsprechende Akkus, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Eingeschaltet wird der Quadcopter mit Hilfe des Tastschalters oben am Gehäuse, die vorderen LEDs beginnen zu blinken. Die Fernsteuerung besitzt zum Einschalten einen Schiebeschalter. Um die Verbindung zur Drohne zu aktivieren, muss der Gashebel einmal ganz nach vorne und ganz nach hinten bewegt werden. Wird dann nochmals Vollgas gegeben, so beginnen die Rotoren langsam zu drehen, um zu signalisieren, dass die Drohne bereit ist zum Abheben. Erst jetzt bewirkt ein Gasgeben das Aufsteigen der Drohne und der Spaß kann beginnen.
Das gelingt mit Schutzbrille auf der Nase, viel Übung sowie verschrammten Möbeln, Wänden und Fingern in geschlossenen Räumen, ist aber nicht wirklich zu empfehlen. Wie gesagt, die H106 ist ein Fluggerät und das Fliegen per Fernsteuerung zu erlernen ist ein großer Spaßfaktor. Es verlangt nach einiger Übung, bis das Gehirn rechtzeitig umschaltet, wenn die Drohne um die Hochachse gedreht wird, denn die Steuerung reagiert seitenverkehrt, sobald die Kameradrohne auf den Piloten zeigt. Das erste Schwebeflugtraining sollte also mit vom Piloten wegzeigen der Kamera besser außerhalb der eigenen vier Wände erfolgen. Eine Trainingseinheit dauert etwa 10 Minuten am Stück, dann ist der Akku leer und muss geladen werden. Auch wenn die verbauten Kameras keine Wunder vollbringen, erlauben diese zumindest den Blick aus der Drohnenperspektive zu einem Smartphone zu übertragen. Dazu muss zunächst eine entsprechende App installiert werden. Ist die H106 eingeschaltet, so fungiert diese als WLAN Access Point, mit dem das Smartphone verbunden werden muss. Wird nun die App gestartet, so kann das Live-Bild von der Kamera empfangen und auch auf dem Smartphone gespeichert werden. Über die App kann die Drohne auch gesteuert werden, aber über die Fernsteuerung geht's definitiv besser. Die einzige Funktion, die ich über die App genutzt habe, ist das Kalibrieren des Gyroskops, da es scheinbar keinen Knopf dafür auf der Fernsteuerung gibt. Dazu muss die Drohne auf einer ebenen Fläche stehen und die entsprechende Schaltfläche auf der App gedrückt werden. Die LEDs blinken kurze Zeit schnell und der Vorgang ist abgeschlossen. So vorbereitet starte ich als Abschluss des Testberichts einen Kameraflug mit der JJRC-Drohne. Sowohl die von beiden Kameras an die App übertragenen Standbilder als auch der Videostream werden mit einer Auflösung von 2048x1080 Pixeln auf dem Smartphone gespeichert. Das entspricht aber keinesfalls der physikalischen Auflösung der Kameras, die Bilddaten werden hochskaliert. Wie gesagt, es handelt sich um eine Drohne der unteren Preisklasse, womit man realistischerweise auch nur eine Bildqualität am unteren Ende der Skala erwarten kann. Dabei ist die Bildqualität der unten angebrachten Kamera deutlich schlechter als die der vorderen, schwenkbaren Kamera. Aufgrund der nicht vorhandenen mechanischen Bildstabilisierung sind Nahaufnahmen stark verwackelt. Wie bereits gesagt, Hollywood-reife Kamerafahrten sind in dieser Preisklasse nicht zu erwarten. Steigt die Drohne höher, so fällt die Bewegung des Flugkörpers weniger ins Gewicht und die Luftaufnahmen wirken etwas ruhiger. Gute Bildqualität sieht anders aus, aber den Blick live aus der Drohnenperspektive auf dem Smartphone anzusehen, erhöht den Flugspaß ungemein.
Die JJRC H106 ist ein Spaßzeug für den kleinen Geldbeutel. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wer für kleines Geld den Piloten in sich entdecken möchte, erwerbt mit der JJRC H106 ein geeignetes Trainingsgerät. Ich danke Geekbuying für dieses fliegende Spaßzeug. Weitere Infos zur Drohne sowie viele Fotos in hoher Auflösung aus allen Perspektiven gibt's auf How Open Is This Gadget? Klickt mal rein! In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!